Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Tales of Berseria. Wie man es vielleicht in meiner immer noch gleich gebliebenen Kluft sehen kann, spiele ich einfach weiter, weil ich mal wieder mega Bock zu habe und es ist eigentlich zu spät, aber es ist mir egal. Links, rechts. お前も感じられるのか。なんか地面の中に強い力が流れてる。そうだ。ここは大地を流れる自然の力、地脈の集中点のようだ。聖主彼主を祀る絶好の場所というわけじゃな。襲撃にも絶好よ。ヴェルヴェットスタイル。ダダダダ。 誰も入るなと言ったはずだが。申し訳ありません。ですがローグレス離宮で異変が発生して。エレノア、自分の精霊はどうした？捕食されてしまいました。左手で精霊を喰らう妨害に。ベルベット、ご存知なのですか？昔のシーマ<笑> オスカー・テレサに続いて、お前まで退く。アルトリウス様、私に新たな精霊をお与えください。必ずあの傲慢を倒してみせます。強い感情だな。お前は憎悪で傲慢を打つ。Und Zorn. モハン星のお前も。 ベルベットに当てられたようだ。一つだけ教えください。離宮に捕らえられていた巨大なゴーマは何なのですか？あの区画は特等以外立ち入りを禁じているはずだ。ですがあれは精霊の結界で捕らえられていた。あんなものがオートにいていいはずがありません。 なぜ鳥は空を飛ぶのだと思う。それは餌を捕らえるためでしょうか。下がりなさい。お前が知る必要のない。 Das sieht sie genauso, mein Freund. Aber 1:1 so. さっきの喧嘩屋は潜り込んでおらんようじゃな。あいつの気配はバーッと遠くへ去っていったでふ。 風のザビーダか。なかなか強かったな。アイフリードを知ってるようだったが。わからん。奴に聞け。ザビーダの武器、ペンデュラムだったね。いや、ドクター・スワーテオス。アイゼンは初めて会った時もペンデュラムのことを言っていたな。あれを頼りにアイフリードを探していたのね。そんな曖昧な手がかりでよくやる。<笑>ザビーダが アイフリードの失踪に関わってるのかな。バーッと、ザビーダからはちっとも殺気を感じなかったでふけど。わからんが、多分また会うじゃろうて。声量にも因縁があるみたいじゃったしの。僕、あの人嫌じゃないけど。おう、なんとなく嫌いになれんやつだったな。好きでも嫌いでもまた邪魔したらぶっ飛ばすけどね。今 Aber das konnte Velvet ja an und für sich immer schon ziemlich gut. Den bösen Meme. Die böse Meme. Hallo Wildschweinchen. Günstiges Treffen. Ach ja, weil ich ihn von hinten attackiert habe. Aber selbst Däuseln.
Okay. Die waren so, ging so. Aber 126, krass. Für so ganz normale Gegner finde ich das heftig. Gibt mir das was? Okay. Wer macht denn so einen Stumpfsinn? Alter, du baust doch nicht so eine heftige Barriere auf, nur um vor der Barriere den Schlüssel dafür zu haben. Das ist Quatsch. Zeug so zu verstecken ist echt Quatsch. Was heißt verstecken? Es war ja nicht mal versteckt. Es war ja viel zu offensichtlich. Was ein Blödsinn. Da kannst du ja genauso gut einfach vor eine Tür ein Schild hinschreiben, auf der drin steht, der Schlüssel ist unter der Matte versteckt. Unter der Matte. Schlüssel zum Öffnen. Was ist denn für komische Viecher? Trügerische Nager. Okay, hier sollte ich wahrscheinlich so ein bisschen was haben, was halt gegen so Biester gut ist. Alter. Es ist halt gerade richtig bescheiden, weil ich habe keine Leiste. Okay, zwei Stück bekommen, perfekt. Und gib ihn. Guck mal, dann geht's nämlich ab. Schönes Stunt. Und dann kriegen die nur aufs Maul mit Power-Treffern. Ah, das ist meine kleine Magie, die Zauber, du Drecksack. Weil ich sagen muss, so zwei Magier ist irgendwie nicht so geil wie das davor, also mit Eisen. Vielleicht tausche ich das gleich nochmal aus. Boah, okay, die sind halt auch echt zäh, die Viecher. Also wenn hier jetzt gleich so ein gefährlicher Gegner kommen würde, ne? Hätte ich mega Angst, um ehrlich zu sein. Das könnte genau richtig gewesen sein. Yeah! 408, damit schön Level-Ups. Verlockender Köder gelernt. Violette Hexe. Statuskrankheiten, unter anderem Lähmung, Verbrennung, verhindern die KP-Wiederherstellung durch Gummis und Heilungsartes. Oh! Hi! 30 Sekunden. Eieiei. Feuermetallkrankheit, die die Taumelzeit durch Schäden verlängert. Ja. Ist alles ziemlich gefährlich, tatsächlich. Das war leider kein günstiger. Nee, war es leider nicht. Schade! Ja, vor allen Dingen den kleinen Ratten man selektiert. Hm. Die sind jetzt wiederum, was Erfahrung angeht, tatsächlich so wirtschaftlich, dass du auch einfach mal so einen Einzelkampf machen kannst, weil er halt x-mal schneller zu Ende ist als so ein gefährliches Treffen. Ist das hier? Nein, das ist nicht. Schade, ich dachte, das wäre so Zeugs, das uns dauerhaft boostet. Scarlet LG. Easy peasy. Jetzt halt mal 107, aber ganz, ganz schnell verdient und dann ist das voll okay. Was ein weiträumiges Gebiet, ey. Komisch ekliges Rattengeräusch. Oh. Was ist denn mit der einen Ratte da los gewesen? Verdammte Axt. Ja,
Das war halt ziemlich geil, weil ich mir beide quasi isoliert habe. Zack, einfach mal 50 Hits, ey. Wow. Alter. Ja, blöderweise ist da halt mein Combo weg gewesen. Bleibst du wohl hier, du kleines Drecksviech? Okay, das war jetzt halt ein bisschen dumm von mir, weil ich gar nicht die Möglichkeit habe, hier abzuschließen. Na los! Gott sei Dank. Aua. Aua. Alter! Kackviech, ey. Meine Herren, 550 dann aber. Scheiße. Flutmauer. Tricksterstern. Kalzinpapier. Wobei das, glaube ich, auch das letzte war, was er da so hatte. Was ist hier eigentlich los? Okay. Ah, oh, nö. Irgendwie nö. Calcite Piper. Jo. Aber das Gnadenblatt. Nö, eigentlich nicht. Gut. Ach, nö. Hier geht's ja lang. Aber hier ist ja gefühlt nix. Also, bis halt auf Gegner, ne? Ah, ficken. Warum ist denn der eine so krass weit weggelaufen? I don't understand. Und unsere Malaks machen was so? Oh, scheiße. Jetzt kommt so ein gefährlicher Gegner. So ein Fataler. Ehrlich jetzt? Die machen halt zum Glück kaum Damage, ne? Ah, okay. Und dann hab ich plötzlich 400 aufs Maul kassiert. Okay. Wow. Das ist so wichtig gerade, was er da macht. Okay, ich brenne. Ich hab ihn gleich. Boah, warum sind die denn auf immer so schwer? Boah. Kalzit steht nicht da, dieses wegweisende Ignizidi-Gidi-Bidi-Bidi, ey. Was ein Code. Geben ihr mal, wie die aussehen vor allen Dingen. Kalzit. Hier geben wir ihr mal Bernstein. Boah. Wie kann ich denn Charakterauswahl da? So. Fühle ich irgendwie angenehmer. Hier ist halt nichts.
Boah, ich glaube, wir werden hier ganz, ganz lange unterwegs sein und irgendwelche Sachen suchen. In diesem so, ach, so weitläufigen Feld. Es gibt jetzt auch nur noch 92 irgendwie. Versengende Dolche, cool. Ach was, das kam gerade sehr überraschend. Cool. Brennungsfertigkeit höher, jo. Gib ihm erstmal, ist ja eine neue Waffe. Muss er meistern. Ach, da kannst du auch noch hoch. Och Gottchen. Da auf Rhabarber. Ey, wie hoch vor allen Dingen. Scheiße. Flammenwehr. Das ist neu. Wirkung von Verbrennen reduziert. Das ist auch erstmal nicht ungewöhnlich. Neue Gegnerart. Das finde ich ganz cool. Ich werde gleich wirklich mal nach meinen Skills gucken. Und dabei... Naja, diesen Monstern halt. Oder ich werde halt dann nach Skills suchen, die gut sind gegen Monster. So rum ausgedrückt. Oh, Donne. Macht's weg, das Viech. Also, Artes. Reißender Dorn fangen wir ja irgendwie immer an. Ich kann ja mal für meine A-Serie, wo ich mit der sengenden Scheide beginne. Das ist aber schon gut gegen Beast. Müssten ja Beast sein. Panzerspalter. Nochmal eine sengende Scheide, weiß ich nicht. Aber ich habe nur die zwei, merke ich gerade. Überschallstoß. Ja, nehme ich mal. Oh, oh was? Fuck. Das war jetzt natürlich sehr, sehr schlecht. Okay, Gott sei Dank drücke ich den an und für sich ziemlich Damage, was ich gar nicht gedacht hätte. Was eine Blödigkeit von mir, ey. Richtig bescheuert. Und aus dem Dings ist jetzt ein... Ach nee, der war davor schon da. Hey, hier war doch ein Wildschwein. Verstehe ich nicht so ganz. Aber sei es drum. Da hinten haben wir nochmal ein Gegnerpaket, das man auch mal zu zweit nehmen könnte. Ey, das, wie viel man hier läuft. I fuss it not. Ah, da könnte ich jetzt wieder runter. Ja, komm. Weiter geht die nicht, oder was? So. Alter. Wie sie einen direkt mal instant verbrennt. Okay, das ist gegen die voll der falsche Weg. Aber ich habe die verzehrende Klinge hingekriegt. Okay, irgendwie mache ich denen halt gar keinen Damage gerade. Und dann war der eine 4x-Treffer doch echt sweet. Ich weiß auch gar nicht, was die sind. Wahrscheinlich irgendwie Morph oder so. Okay, es ist halt einfach alles schwach, was ich irgendwie aussteuere gegen die. Und dann kommt so einer.
der halt einfach mit allem leidet, ne, was ich ihm gegen die Fresse haue. Schön, ich glaube, der letzte Treffer kam noch von mir. Ey, Bonus. Einfach mal Fernkampf, dies, das. Easy. Okay. Da haben wir dann wieder so ein Schlüsselchen. Oh, der sich gerade umgedreht, der Sack. Das ist ein ganz großes Glück. Wow, die haben sich da aber auch schön hingestellt, ey. Als hätten sie gesagt, okay, bitte hau mir auf die Fresse. Also gegen die ist alles, was ich mag, schlecht. Erst als sie gestunt war, ne, gab es einigermaßen Damage. Das ist kein so gutes Zeichen für mich irgendwie. Okay. Einmal Außen- und Innenebene und so. Oh je. Das sieht schon nach Haupteingang aus. War auch nur die Hälfte, okay. Also müssen wir nochmal irgendwo hochklettern, um genau das gleiche zu machen. Der Witz ist, man kann hier ja auch wieder runterklettern. Aber gut, ist halt logisch, ne? Man hat einfach nochmal komplett die andere Seite da hinten. Ich gehe da gleich runter die Treppe, ne? Ich will nur die beiden Hübschen hier noch mitnehmen. Und dann wechseln wir einmal die Seite. Ach guck mal, hier hätte ich gar nicht hochgekonnt. Ah, jetzt habe ich hier einen Shortcut gemacht. Das ist wiederum cool. Dann habe ich ja per Glück echt direkt den richtigen Weg gewählt. Cool, cool, cool. Ja, wobei, das wäre ja sowieso am Anfang gewesen. Also viel verlaufen hätte man sich nicht. Günstig auf die Fresse treffen. Was hältst du davon, mein kleines Schweinchen? Und weg. Ringer. Expedition ist zurück. Seikai. Wow. Kurze Zeit schon wieder gedacht, dass es alles Verlorene sind. Ich habe jetzt echt Blut geleckt und Bock auf das letzte Item. Tatsächlich. So blöd das vielleicht ist. Da, das wird der Haupteingang sein. Aber der ist halt noch nicht frei. Was ist hier so geiles? Ein Speicherpunkt. Ist viel wert. Okay. Ignorieren wir mal und gehen zu den Ladies. Sind das so diese amorphen Viecher? Hi. Hi, hi, hi. Oh, Mäuschen, bist du schnell! Holy crap! Alter, wie fühlt sie dich halt viel schneller als die anderen? Übertreib. Du hast es gerade gegen eine scheiß Ratte eingesetzt, Digi. Da geht halt nix, ne? Da geht einfach gar nix an Damage weg. Aber auch bei dem ist es halt kein Power-Treffer, ne? Das müsste doch aber auf jeden Fall ein Biest sein. Das kann doch nichts anderes sein hier. Oh, wow. Zieh dich. Nimm dieses. Du amorphes Etwas. Wie gemein sie ist, ne? Attackiert das Viech halt, während es auf dem Boden liegt. Wow. Ist das schon das letzte? Yeah.
Fast 500, ey. Und ich habe gleich wieder ein Level Up. Also das geht hier jetzt echt super fix. Ziemlich krass. Dass einmal so ein neues Gebiet ausmacht dann. Irre. Gefühlt haben wir dann 3 oder 4 Level Ups, ey, seitdem ich angefangen habe aufzunehmen. Kein Gegner hier, keine Truhe. Nur so ein kleines Teil, ehrlich. Vor allem, wie weit die Ratte mich verfolgt, ne? Im Gegensatz zu dem anderen Viech da. Der hat auch irgendwie gerade keinen Bock mehr gehabt. Das ist echt immer so ziemlich filigran mit den Viechern. Wahrscheinlich, weil ich häufig außerhalb deren Gebiete irgendwie versuche, die zu luren. Aber dennoch. Oh. Der Boy hat einfach keinen Bock zu sterben. Zero Cutter. Ha! Gegen eine Ratte. Schwachstellen hier. Es wundert mich null, dass ich das nicht habe. So, die Ratte ganz bewusst mal Übergang. Wo war Schlangenmaid? Yeah! Nein, nein, nein! Nicht zaubern, Mäuschen! Boah! Guck mal, ich habe ja noch nicht mal die Hälfte abgezogen, ne? In der Zeit, wo ich hier irgendwie 2 so Artes reingeballert habe. Das kann es halt irgendwie auch nicht sein. Echt ein Trauerspiel hier gerade gegen die Viecher. Das Einzige, was ich halt einigermaßen machen kann, ist verhindern, dass sie zaubern. Brenne irgendwie, geil. Kämpfen wir doch lieber gegen so ein Schweinchen. Au. Zieh dich. Ich mache halt auch viel zu selten diese, ich sag mal, taktischen Manöver. Rund um Strafen, Ausweichen und Look. Alter. Das zieht sich gerade echt alles wie Kaugummi, ne? Kampftechnisch. Mann, oh Mann, oh Mann. Aber schau mal. Lernte Artis, Himmelsklaue, cool. Seelenbrecher, Himmelsklaue. Nur verfügbar, wenn terionisiert. Zur Aktivierung nach dem ersten Treffer eine Combo RT gedrückt halten. Terionisierung zählt als Statuskrankheit. Das heißt, dass Velvets KP nicht mit Hilfe von Gilles und Artis wiederhergestellt werden können. Wenn darunter Einfluss steht, kann sie ihre KP doch durch Seelenbrecher wiederherstellen. Also das heißt, ich mache quasi so ein Doppelseelenbrecher-Ding, oder wie? So habe ich es zumindest verstanden. Ich hoffe, dass es so sein wird. Alter, was ein Gebiet. Ich komme halt immer noch nicht so richtig drauf klar. Wir probieren das mal. Okay, irgendwie hat es nicht geklappt. Habe ich jetzt nicht verstanden, wie das funktioniert mit dem Ding. Einfach damit sie tot sind, ne? Und ich meinen kleinen zusätzlichen Angriff bekomme. Das müsste doch jetzt aber theoretisiert sein. Ja, das war die Himmelsklaue. Glaube ich. Oder auch nicht. Windring! Gut. Du hast nämlich noch eine ganze Menge irgendwie zu erlernen, Hase. 71, 66, komm dann noch erst den. Was bei ihr eh sehr lustig ist, weil sie ja aktiv gar nicht kämpft. Aber wir sind mal nicht so.
Ach verdammt. Da allerdings komme ich gar nicht hoch. Ja. Hat wieder nur einer gefolgt, leider. Das ist aber immer noch nur die verzehrende Klaue gewesen. Alter, wie Rokuro sich einfach dreht. Cranker Typ. Ehrlich, ehrlich, cranker Typ. Wo die halt teilweise hinlaufen. Meine Herren. Oh. Okay. Das habe ich halt beide gedrückt. Ach guck mal, so kann man auch sehen, was die sind, ne? Apod Panzer Furie. Okay. Kann man mal machen. Okay. Himmelsklaue. Ja, so einigermaßen check ich. Das ist schon nochmal R2 laut PlayStation-Dings. Dann in so einem Combo, genau, und dann setzt sie das halt ein. Muss da mal kommen, so ein Finisher. Ja, ist ganz cool, die Himmelsklaue. Viele, viele Level-Ups wieder. Nochmal 6 Kämpfe dieser Natur und ich hätte halt wieder ein Level-Up mit Velvet. Was halt einfach echt Bände spricht. Für wie schnell das hier gehen könnte, wenn man es wollte. Mit dem Leveln. Blöderweise weiß ich gerade nicht, wo ich hin muss. Ich hätte halt echt drauf gehofft, dass es ganz simpel wieder hier ist, aber nö. Und tot. Natürlich hatte ich wieder nicht genug und bla und blöd. Weg mit dir. Verschwinde es. Süße Schuhe. Ah, cool. Cool, cool, cool. Dann können wir die Befehlsschuhe nämlich gegen süße Schuhe tauschen. Was mit Objekten und so? Hier, komme ich nicht hoch. Ich hab da was gesehen. Das boostet meinen Status. Salbei. Okay, ist denn hier irgendwo eine Treppe? So gar nicht. Das ist ja ätzend. Alles keine Treppensäulen. Also muss ich vielleicht doch gleich direkt hoch zu dem einen. Dies ist ja bescheuert. Ach ne, hier. Guck mal, hier muss ich hoch. Okay. Jetzt beim Hochgehen der Treppen, Alter. Wie geil. Da sind wir ja fast ohne Zeitverzögerung irgendwie durchgekommen. Das ist ja cool. Oh. Silbertruhe.
Ich weiß, ich habe es schon tausendmal erwähnt und gehe euch damit sicherlich schon auf den Sack, aber ist das groß? Es ist halt immer so, ne, wenn ein Spiel für sowas erstmal gar nicht bekannt ist, hätte ich fast gesagt. Wenn so etwas halt erst einmal nicht zu finden ist in einem Spiel und du es dann auf einmal hast, ne? Vor allen Dingen, wie lange das braucht, sehe ich jetzt erst. 380. Junge! Crazy shit! Was ich hier auch sehr, sehr geil finde, ist dieses Vermischen von gebauter Architektur zu... Naja, es ist halt einfach ein Hügel, ne? Mehr oder weniger natürlich, auf dem halt irgendwie Gras wächst. Was halt einfach Hügel so an sich haben. Also nochmal, die heißen Apod. Ich muss mir was für Apod reinlegen, ey. Also. Was ist denn gegen Apod? Wasserschlangenwelle. Okay. Jo. Jo, das gibt der halt. Im Gegensatz zu den anderen Moves, die ich so habe. Voll aufs Maul. Das ist cool. Vielleicht sollte ich dann so ein Ding machen mit nur dem Angriff, weil das halt auch irgendwie kacke ist. Ja, 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 fusioniert. Fusioniert. Alles klar. Alles klar. Da haben die mir ziemlich aufs Maul gehauen. Muss ich ja leider zugeben. Der Angriff ist halt auch ganz witzig, weil sie da so einen Backstep erstmal macht. Himmelsklaue. Oh oh. Ja, jetzt wurde es ein bisschen grenzwertig mit meinen Seelenklauen-Angriffen. Das ist aber auch viel daran nicht, dass ich halt Himmelsklaue machen wollte, ne? Ciao! Okay. 533. Magilu hatte noch keins. Hm. Okay. Geil! Die Bronzetruhe war gerade schönerweise nur zu sehen, statt dem Felsen. Grafikbug. Ja, da vorne ist der zweite Siegelbrecher-Dönse. Und dann können wir auch schon rein in dieses coole Heiligtum. Okoda. Das ist halt so ein schöner, geiler Powertreffer gegen die Viecher. Aber gegen das andere bringt es halt einfach nix. Wow. Heftig. 2000 wieder nur, ne? Also, eigentlich müsste ich auch nochmal ein Level trainieren, bevor ich dann halt weitergehe. Komm her! Hi. Was ist ein Code, ey? Das ist gegen die halt besonders riskant dann, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Wow. Dein Ernst, Rokuro. Was der den reinklatscht dann auf einmal. Über 5k. Meine schlottiger Lodi. Oh ja, toll, danke. Also für dieses riskante Treffen konnte ich gerade nichts.
Ha! Ich hab das halt voll zu meinem Malakin geschoben, das Gegnerleinchen. Nee, da gehen wir gleich wieder runter. Also aktivieren wir erstmal, beziehungsweise deaktivieren wir erstmal diesen Schlüssel. Tschüss! Denn sie wissen, was sie taten. Oder auch nicht. Flammensplitters. Das Spiel beeindruckt mich immer wieder, ne? Mit den ganzen verteilten Items und Features und sonst was. Das ist unglaublich, ne? Wie weit diese Tales of Serie gekommen ist. Ich habe ja auch schon First Departure gespielt. Ich weiß nicht, ob das wirklich auch der erste Teil war. Aber das ist halt einfach nicht vergleichbar. Das war damals halt an und für sich schon ziemlich cool mit den ganzen Features, die andere Spiele halt längst nicht gebracht haben. Aber jetzt nur Porno, das Spiel. Da ist es weg. Wobei ich das mit den ganzen Items, also gerade den Ausrüstungs-Items, das schon ein bisschen zu gespammt finde, ey. Das ist echt übertrieben viel. Genau, jetzt sind wir wieder da, wo wir vorhin festgestellt haben, hier geht's nicht weiter. Guck mal, dann kann ich auch mal zum Save Point laufen. Und ach du Schande. Wir spielen schon ziemlich lange wieder. Ja, die Zeit vergeht halt wie im Flug. Das ist ziemlich geil. Ich glaube, dann werde ich mal wieder ein Breakchen machen müssen. Gegner respawn. Hey, Süßer. Gott, Hass! Das ist ein Code. Es ist halt so, dass mein A-Angriff jetzt ziemlich viel konsumiert. Er hier. Ich bin quasi nicht fähig, den einmal komplett durchzumachen. So standardmäßig. Und das ist halt auch nicht so cool. Naja, was macht man nicht alles? Wow! Du kleine Kackbratze, ey! Leide! Selber schuld! Scheiß Kackbratze! Himmelsklaue, weg. Ja, auf den einen alleine habe ich auch keinen Bock mehr. Oh, aber er hatte gerade fast Bock auf mich. Okay, dann müssten wir jetzt hoch als nächstes. Ignoriere ich einmal, weil, wie schon gesagt, hier machen wir nochmal einen Cut. Machen wir halt mal irgendwie zwei kürzere Folgen draus, die halt eine lange epische Folge sind. Mit Rumskillen-Leveln hier. Ich danke wie immer fürs Zusehen, wünsche euch was und tschüss.